Also zunächst mal ganz generell werde ich ja seit Monaten aufgefordert, dass die Abschiebungen effektiver werden in Deutschland. Ich werde aufgefordert von verschiedenen Seiten, auch von der CSU-Landesgruppe. Und deshalb arbeiten wir im Innenministerium seit etlichen Wochen daran, eine verfassungsfeste Gesetzesänderung für schnellere, effizientere Abschiebungen vorzubereiten. Es ist nicht sehr bedauerlich geworden. Ich werde den Koalitionsexperten im Januar noch die Vorschläge unterbreiten. Wir werden dann sehen, auf was sich die Koalition verständigen kann. Ich kann nur das vorschlagen, was aus meiner fachlichen Sicht notwendig ist, damit die Menschen, die Schutz, denen wir Schutz gewähren wollen, weil sie asylberechtigt sind, auch hier integriert werden, aber andererseits Menschen, bei denen dieser Schutzbedarf nicht besteht, wieder in ihre Heimatländer zurückzuführen. Das ist einmal der Grundsatz. Zu Amberg habe ich gesagt, dass mich ganz generell die Gewaltdelikte zunehmend beunruhigen. Ob sie nun mit dem Gesichtspunkt der Fremdenfeindlichkeit gemacht werden oder ob sie von Ausländern und Asylbewerbern selbst durchgeführt werden. Beides muss ein Rechtsstaat entschlossen, entschieden bekämpfen und auch bestrafen. Das ist die Grundposition. Manchmal oder in der Regel gelingt es immer sehr gut. Und ich habe dann hinzugefügt, sofern es notwendig sein sollte, im Hinblick auf den Amberger Fall noch Gesetze zu verschärfen, dann werde ich auch dafür Vorschläge im Januar machen. Samstagnachmittag planen. Wir sind gerade dabei, die ganzen persönlichen Daten nochmal zuverlässig zu erheben. Es sind wohl drei Afghanen und ein Iraner mit ganz unterschiedlichem Status. Auch die Justiz war wegen des Aufenthalts oder wegen der Berechtigung der Asylablehnung ist damit beschäftigt. Und wir werden das genau analysieren, an welcher Stelle man noch bessere Rechtsgrundlagen schaffen muss. Wir haben den Grundstock möglicher Gesetzesänderungen fertig und wir analysieren jetzt noch den Amberger Fall, ob hier eine Ergänzung notwendig und möglich ist. Ein klares Bekenntnis zum Asylrecht, aber auch ein klares Bekenntnis, wieder Menschen zurückzuführen, die diesen Schutz nicht brauchen. Ich möchte dafür werben, dass wir diese Herausforderungen und Aufgaben annehmen. Das ist unsere Berufung. Diese Aufgabe haben wir gegenüber der Bevölkerung. Und vor allem Wert darauf legen, dass wir in der Union geschlossen auftreten. Insofern ist der Besuch der CDU-Vorsitzenden Frau Annegret Kramp-Karrenbauer sehr gut und keine Selbstverständlichkeit bei einer Klausur der CSU. Freut der Popularität unserer Klausurtagung der CSU Deutsche Bundestag in Seeon ist eröffnet. Ja, deswegen freue ich mich, dass alle jetzt gesund und munter. Das war letztes Mal.